Beim 65-jährigen Festjubiläum von RFT war Designer Luigi Colani im Pauli-Kloster natürlich der Stargast. Er hat extra noch einen wichtigen Geschäftstermin sausen lassen, um mit Dr. Thiemann und Sohn feiern zu können. Hier hängt mein Herz drin. Hier haben wir bei RFT mal einen super Fernseher gemacht, in seiner Zeit absolut das Schärfste, von der Technik und vom Look. Ja. Und eine Industrieintrige hat uns zur Sau gemacht. Was war das für eine Industrieintrige? Ja, na, die anderen Firmen in Deutschland und Europa und der Welt, die plötzlich merkten, halt, hier nimmt uns einer die Wurst vom Brot. Und dann musste das sterben. Große Traurigkeit, weil so viel Herzblut darin versenkt worden ist, dass es eigentlich eine Schande ist, dass das passieren konnte. Ne? Doch nicht nur die super gestylten TV-Geräte kamen aus der Designschmiede von Colani. Er hat vieles mehr entworfen. Gerade im Automobilbereich kannte seine Kreativität nie irgendwelche Grenzen. Ich bin jetzt dabei. Und ich kam vorgestern gerade aus der Autofirma, wo ich ein Auto bauen lasse. 600 Kilometer schnell, der größte Luxusschlitten aller Zeiten. Mit dem gehe ich im nächsten oder spätestens übernächsten Jahr auf den Salzsee nach Amerika und trete dem Bugatti in den Arsch, dass der keine Sonne mehr sieht. Nicht, dass die vier Polo-Motoren aus dem Arsch da wegfliegen, dass die Heide wackelt. Ich habe eine aerodynamische Form gefunden vor 40 Jahren und im Stern veröffentlicht. Und die Branche hat nicht einmal mit dem Arsch gezuckt und hat das überhaupt nicht begriffen. Heute baue ich, um zu zeigen, Mensch, wie dämlich ihr gewesen seid, heute baue ich das Scheißding und ihr werdet von uns noch hören. Überhaupt, das sogenannte Normale, Konventionelle stört den Stardesigner. So kann er auch nicht verstehen, warum unsere Flugzeuge seit Jahren immer gleich aussehen. Seht euch den Hai und den Manta an. Wenn unsere Flugzeuge so aussehen, dann wären wir feine Leute. Unsere Dinger sehen aus wie Arsch mit Ohren, nicht? Die bauen immer noch Röhren, ja. Gerade Röhren mit einer Spitze und mit einer Nase vorne dran. Wenig Innovation. Nix, nothing, nicht? Spottet jeder aerodynamischen Erkenntnis aus dem ersten Semester, nicht? Von der deutschen Politik der letzten Jahrzehnte hält er auch nicht viel. Die jüngsten Entwicklungen machen ihn sogar richtig gehend zornig. Was wird alles gemacht in dieser mittlerweile zur Bananenrepublik runtergekommenen superdeutschen Nation, in diesem wunderbaren Land? Voller fleißiger Menschen, die früh um 6 Uhr in der Bahn sind und ackern wie die Viecher. Und dann kriegen die Griechen und die Banken, die dich verzocken, die kriegen die Kohle geschenkt. Und die machen nicht mal eine Aufstellung, wo die Milliarden hingegangen sind. Und wir stehen da wie Arsch mit Ohren. Das war Klartext gesprochen von der Designerlegende Luigi Colani im SKB-Interview. Wir werden sicherlich trotz seiner 85 Jahre noch viel von ihm hören.